Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Heute auch wieder mit Kamera. So, alles wieder eingestellt. Ich glaube, ich habe sogar alles ein bisschen, ja, das Loch im Kopf habe ich immer noch. Da seht ihr meinen Hohlraum. Oh Mann. Aber ich glaube, so prinzipiell habe ich alles sogar besser eingestellt als vorher. Schneller lernen, 60 beliebige Objekte gewinnen. What? Wow, okay, wir sammeln erstmal die Auszahlungen ein hier. Oh, warte mal. Ich kann jetzt hier bei meiner neuen Uhr, ich habe eine neue Fitnessuhr, kann ich mir einen Timer setzen. Den setze ich jetzt auf 10 Minuten, dann weiß ich, wenn meine Uhr vibriert, dann ist Viertel vor 12. Nein, Viertel vor 12 ist dann auch nicht, aber dann weiß ich, okay, jetzt kann ich langsam zum Ende kommen, weil ich mache ja immer nur so 10 Minuten Folgen. Manche finden es top, die sagen, okay, das ist eigentlich mega geil, so kann ich, sehr gutes Beschleunigungsfutter. So kann ich die Folgen viel besser verfolgen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Andere sagen, boah, das ist eigentlich viel zu kurz. Für mich ist es halt sehr angenehm und da es für einige von euch auch angenehm ist, werde ich das wohl so beibehalten. So, was haben wir denn hier? Coffin Crown, ein hübscher Fuchs, aber nur mit Stufe 5 und Anxious Skunk. Okay, ein kleines Stinktier. Aber wir haben ja viel, viel interessanter Folies. Haben wir eigentlich zwei Folies oder haben wir ein Folie? Wir haben auf jeden Fall nur eine einzige leere Pferdebox und ich kann keine weiteren bauen, weil ich dafür erst Level 12 erreicht, 13 erreicht haben muss. So. Nee, wir haben nur ein Fohlen. Okay, gut. Und, was ist das für eins? Gott, ich muss hier mal leiser machen. Es ist schon wieder ein braunes. Aber es ist ein braunes mit Sternchen. Es ist irgendwie ein bisschen süß. Es ist auf jeden Fall Stufe 7 und die Werte sind auf jeden Fall besser als bei der Mami. Pastoral Animal. Nein. Definitiv nein. Brain Volcano. Vibrant Aurora. Vibrant Aurora. Mag das nicht, wie Aurora klingt, finde ich besser als Aurora. Paradise System. Paradise finde ich gar nicht so schlecht. Early Lord, Quiet Zebra, Big Baron, Wild Eyed Wing. Der Name ist cool, passt aber nicht zu ihr. Mixed Marmalade, ha! Respect Goldfish. Sonst ist alles gut, oder? Ja, wir kennen hier nicht den familiären Ellenbogen. Oder die ausbalancierte Waffel. Das sind alles keine coolen Namen. Irgendwie. Das ist Lava-Butter. Firefly Feature. Den Namen finde ich ganz süß, weil Firefly ist ein Glühwürmchen und sie hat jetzt als Feature das kleine Glühwürmchen auf der Stirn. Das finde ich eigentlich ganz putzig sogar. Dann würde ich aber die Mama wahrscheinlich, Charity Karneval. Genau, die ist von den Werten her überall schlechter. Ja, definitiv. Und sie hat halt hier den Fuchs drin. Das heißt, ich würde Charity Karneval würde ich abgeben, weil die Tochter einfach besser ist. So können wir bessere Pferde züchten und dann vielleicht nochmal in Richtung Fuchs züchten, damit ich Widget irgendwann mal abgeben kann. Ja, Present Popcorn wollte ich auch ganz gerne nochmal decken. Ach ja, finde den Fehler. Die könnten wir aber eigentlich jetzt mal noch decken lassen. Das war ein Hengst. Ups. My bad. Present Popcorn. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, dann lass uns doch mal gerade Present Popcorn zum Hengst im Stall machen. Oh, war 5. Aber der ist so hübsch. Der ist so wunderschön. Mit dem würde ich dann auch ganz gerne mal züchten. Dann könnte ich ja vielleicht Firefly Feature von ihm decken lassen. Guck mal, immerhin 65% Chance auf Stufe 6. Wenn das ein hübsches Pferd gibt, dann hätten wir doch damit definitiv einen Win gemacht. Also, so ist auch nochmal Fuchs drin und noch Schecke. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. So, was haben wir am Markt?
Momentan kommen irgendwie uninteressante Pferde. Warte mal, was hatten wir an Items? Nee, nichts super Interessantes. Was haben wir nochmal als Ziele? Oh Gott, ich muss nochmal in die Ziele reingucken. Oh, Beschleunigung trainieren. Und mit 126, ja, das wird noch ein bisschen schwierig, aber... Boah, das ist natürlich eine Hausnummer hier. Huhuhu. Da kann ich noch mit gar keinem oder mit kaum einem Pferd starten hier. Huch, das wollte ich nicht. Hier vielleicht mit Cupcake River. Aber guck mal, sie ist noch nicht gelevelt, aber trotzdem hat sie hier eine ganz gute Quote, würde ich mal sagen. Mit 4,8 auf 8 als zweiten. Ja, das ist definitiv eine gute Quote. Also die Wettbüros, die sind eigentlich recht positiv gestimmt auf unseren Cupcake. Mal gucken, ob ihr Ergebnis auch zum Anbeißen sein wird. Schauen wir mal. Ja, das war Butter. Oh Gott. Oh. Ja, kannst du mal sehen, der Cupcake zeigt dir, wo es lang geht. Ich finde sie so hübsch mit den Pünktchen drauf. Es ist so hübsch. Düdüdüm. For a moment like this, ich kann dich singen. Ich habe ein Ohrwurm von diesem Lied. Weil Dennis mich in Berlin auf den Alex eingeladen hat in das Restaurant oben im Turm drin. Und es war einfach so super, super romantisch. Da lief auch noch das Lied. Und er hat es einfach auch noch mit diesem Lied in seine Story auf Instagram gepostet. Das ist so, oh mein Gott, das ist so süß. Ja. Klein Cuddy ist verliebt. Oh Mann. Ich glaube, so in love habt ihr mich, glaube ich, noch nicht erlebt. Auch für diejenigen, die mich halt schon länger kennen. Oh, ich glaube, wir haben uns ganz schön abgesetzt. 2 Sekunden, immerhin. Nicht schlecht. So, schneller Lerner, gab es auch noch wieder Erfahrungspunkte hier. Nicht schlecht. Und gab es direkt, nee, Level Up gab es noch nicht. Das gab es noch nicht, aber das kriegen wir schon hin. Breaker Bay, das sind nochmal 1400. Wir könnten auch das hier mal gehen. Das ist zwar eine kurze Distanz, aber sie mag das Geläuf. Sie mag das Geläuf und wir könnten hier ein bisschen mehr gewinnen und wir könnten aus den Wetten auch noch mehr rausholen. Das heißt, das machen wir jetzt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht mega gelangweilt davon, dass ich jetzt Cupcake erstmal bevorzuge, aber sie hilft uns halt beim Abschließen der Aufgabe. Ich muss auch noch gucken, welches Pferd ich verkaufe mit 126 auf Dingens, Geschwindigkeit oder Beschleunigung. Muss ich auch noch machen. Ich weiß nicht, welches Pferd ich da verkaufen soll. Da werde ich wahrscheinlich dann eins von den schlechteren Büschen weiterleveln, aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da für eine Stufe brauche, um ein Pferd auf das Level leveln zu können. I don't know. Was ich mir jetzt als Aufgabe übrigens setzen werde, ist, einen Fuchs zu züchten und einen Schecken zu züchten. Ja. Das werden meine nächsten Aufgaben sein, meine nächsten züchterischen Aufgaben, die ich mir selber setze. Boah, ich habe ein bisschen zu früh bin ich losgegangen, aber wir haben es geschafft, wenn auch relativ knapp. So die ganz, ganz knappen Rennen, die sind auch nicht unbedingt immer so meins. Bin ich auch wieder zu doof für. So, da ist sie Level 21 geworden. Jetzt müssen wir sie aber wirklich mal trainieren hier. Ansonsten wird sie bald abgehängt. Das wollen wir nicht. Feeling Flash, ja, den guten haben wir auch noch. Ja, was heißt gut? Gut ist was anderes, aber... Oh, armer Flash. Boah, guck mal, was wir da für ein hohes Level brauchen, damit wir die Aufgabe abschließen können. Das wird hart, Leute. Das wird hart. Das dauert noch eine Weile, bis wir Prestige Level 13 erreicht haben. Hier, ich sag's euch, das wird nicht unbedingt die leichteste Aufgabe. Okay.
Aber sie ist ja jetzt schon höher. Wie wär's denn mit dem da? Oh, ist eigentlich noch ein bisschen zu schwer für sie. Das hier ist etwas länger als das eben. Oh ja, das sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Doch, doch, das... Nee, wisst ihr was? Das lassen wir noch mal... Das lassen wir noch mal simulieren. Ich habe schon lange kein Rennen mehr simulieren lassen. Dann sehen wir sie auch noch mal von außen. Ich hoffe, der Jockey bekommt es auf die Kette. So, mein Öhrchen vibriert vor sich hin. Der Countdown ist abgelaufen. Jawohl, dankeschön für die Info, kleine Uhr. Da-da-da-da. Aber das Rennen, das gucken wir uns natürlich noch an. Oh, der war schon mal schlecht, der Start. So, Steam-Screenshot gemacht hier. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich auch, Gucken wir mal. Was? Beauty Blur? Das ist ein geiler Name für eine Stute. Ach, tut sie das? Ich hoffe doch, dass sie das tut. Wir haben nur noch 200 Meter to go. Ach du Scheiße! Hat die Boden gefressen oder was? Was geht denn da ab? Oha! Ja. Schick, schick. Die ging ja ab. Die hatte definitiv noch irgendwo eine Nitro-Zündung. Krass. Krass, krass. Also da hat sie echt nochmal richtig Stoff gegeben auf den letzten Metern. Und hat damit das Rennen gewonnen. Ja, nächste Folge werden wir ein hoffentlich sehr interessantes Fohlen holen. Ich bin sehr gespannt, was da farblich bei rauskommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und dann macht's gut. Tschüss.